Palim Palim und pünktlich zum Martini-Markt bin ich auch wieder auf der Füße und kann euch endlich wieder mal sagen, wo am Wochenende die Post abgeht. Und nicht nur der Eduard soll sich den Bart putzen, denn in Dordobieren ist wieder Martini-Markt. Und für fast jeden Dordobierer ist das ein Pflichttermin im Kalender. Also Mortel und Buber, putzen euch raus und genießen schon ab 9 Uhr morgen bis 8 Uhr zaubert feinster Glühmost oder Glühwein mit Freunden und Familie. Und wenn es draußen einfach zu kalt ist bei der Temperatur, der schaut im Vereinshaus in Göfis vorbei. Dort findet nämlich am Freitag das Everybody's Home Now Festival statt. Ab 19 Uhr erklingen dort feinste Live-Musik, unter anderem auch von Prince Grizzly und Lena Malmborg aus Schweden. Und komplettes Kontrastprogramm liefert am Freitag Nachtschicht in Hart. Nix mit Umstehen und Quatschen, dort will man euch tanzen sehen. Das Candyland öffnet ab 21 Uhr die Pforten und versüßt euch der Abend mit Zuckerwatte und Candy Shots. Neuer Tag, neue Jahreszeit heißt am Samstag. Denn der 11.11., da ist es wieder soweit. Die 5. Jahreszeit wird eingelütet, und zwar die närrische. Und da lohnt sich auch die Emser Palastdeutsche nicht lumpen und laden zum 25-Jahres-Jubiläum im Löwensaal in Hohenems ein. Und egal ob Duri Duri O oder Ruki Ruki Ho, Feste können alle zusammen traditionsgemäß ab 11.11 Uhr. Und verrückt geht's weiter, denn Kabinenparty geht schon gemma Fullgas, heißt am Samstag in Ludesch auf dem Allmain Fußballplatz. Mit Cocktails, Bier und Shots wird der durchgestillt und der kleine Hunger hat auch keine Chance. Ab 20 Uhr kann man dort das Tanzbein schwingen. Und zu guter Letzt, für alle, die vom Fasching flüchten möchten, gibt's im Konrad Zorn die volle Ladung Bass auf die Ohren. Denn bei der Bass Factory mit Six Strove and Mad Vamp bleibt Core-T-Shirt trocken, denn wir Vibes bringen euch ins Schwitzen. Also egal ob Duss oder Din, ob Festzeltatmosphäre oder Disco-Fieber, das Wochenende heizt euch ein. Bis Wochenende, fröhliches Festa!